Der Weg ist mit Pilzen blockiert gewesen. Vielleicht, wenn ich das so rum mache. Okay, das nicht. Ah, ich glaube, ich muss mit diesem Ding wieder zurück und mit einer leeren Hand mir von dem Gemälde was holen. So, jetzt hört das nämlich gleich auf. Und vielleicht hiermit jetzt was holen, oder? Anderer Blickwinkel. Wenn ich nochmal einen Zug nehme von diesem Zeug und dann wieder zurückgehe, mir dann das anschaue, muss ich aber echt schnell sein. Schaffe ich das? Hier durch? Das war das Einzige, was ich bis jetzt noch nicht gemacht habe. Das ist ein zerrissenes Bild, glaube ich. Bin mir nicht sicher, dass das Stück hier passt. Oh, es passt. Okay. Muss ich jetzt dieses gesamte andere Bild dahin bringen? Hier immer wieder. Da geht nichts. Mal von vorne. Dann sieht man hier ein zerrissenes Bild. Zerrissenes Bild, glaube ich. Ja, da fehlen halt noch ein paar Sachen. Aber da komme ich nicht durch. Jetzt sehe ich es nicht mehr. So, also denke ich mal, ich muss jetzt wirklich aus diesem von diesem anderen Bild immer wieder Teile abreißen. Immer noch anderer Blickwinkel. Was genau muss ich da machen? Wenn ich jetzt das Zeug hier nehme, komme ich gar nicht bis ganz zurück, weil da nämlich dann der Weg hier mit den Dingern weggehauen wird. Das habe ich schon gesehen. Ist nichts Neues. So, nehmen wir uns nochmal so einen Zug von denen. Der Weg geht nicht, hier ist kein Weg. Also bliebe nur da. Zwischen den Wänden. Was muss ich machen? Ich muss dieses andere Bild aus einem anderen Blickwinkel sehen. Dieses die ganze Zeit. Ich komme da jetzt nicht zurück. Wenn ich hier dran schniefe, ist das hier zu. So, dann kann ich diesen Weg gehen. Jetzt sind wir so langsam. Apartment 24 Wohnzimmer. Hast du vielleicht irgendeinen Hinweis, Lord Phantom? Hast du eine Idee, was das jetzt sein kann?
Also es ist auf jeden Fall irgendwas mit diesem Zustand des benebelt sein und nicht benebelt sein, denke ich. Irgendwas damit muss es zu tun haben. Aber ich weiß nicht, was es ist. Ja, ich habe da was rausgerissen. So, sobald ich hier diesen Zug nehme, kann ich nur durch diese Tür gehen. Willkommen zurück, hello again. Da habe ich schon reingeguckt, da erinnere mich nur dran, dass ich da schon mal war. Die Tür nicht. Bleibt eigentlich nur die eine Tür da. Was anderes geht eigentlich nicht. Hier dran vorbei und dann die erste Tür nehmen, die es gibt. Zack. So, und hier die zweite Tür war, wo der Typ wohnt. Hätte ich da vielleicht in diesem anderen Ding reingehen müssen oder bis hierher laufen? Ich glaube, das war's. War nur ein Tick zu langsam. Okay. Also, wir gehen nochmal zurück. Gehen hier nochmal durch. Schnuppern nochmal an dem Zeug rum. Gehen dann durch diesen, durch die Tür durch und los geht's. Weiterlaufen bis zur ersten Tür, das direkt nach dem Bild ist. Was nicht geht. Hier durch. Das ist echt verwirrend. So, jetzt aber. Riechen durch die Tür. Weiterlaufen. An dem Bild vorbei. Dann durch die Tür durch. Dann wieder weiter. Immer weiter, immer weiter. In dem Zustand bis zu dem Bild kommen. Schaffe ich nicht. Also muss ich dann eigentlich diese Tür hier nochmal nehmen. Das ist nicht leicht. So. Wir gehen durch die Tür. Warten, dass der Ding hier loslässt. Ich glaube, der startet nun wieder neu. Ich bin ja vorhin schon ein paar Mal dran gegangen, habe mehrfach dran gezogen, aber ich glaube, er resettet nur den Timer wieder. So würde ich das nennen. Ich glaube, du hast aber recht. Ich glaube, ich... Nein, jetzt nicht mehr. Wow. Also bis dahin komme ich nicht. Da muss ich wirklich in die Tür gehen. Anscheinend. Das ist nicht leicht. Ich weiß nicht, woran es liegt. So. Jetzt müssen wir hier das nehmen. Hier durch. Oder warte mal, können wir vielleicht hier links lang gehen? Das ist es. Wir gehen hier lang. Okay, da ist wieder zu. Da kommen wir nicht lang. Das ist ein einarmiger Bandit. Das habe ich bis jetzt noch nicht machen können. Dem einarmigen Bandit. Das ging vorher nicht. Zumindest hatte ich da nie dieses Ausrufezeichen, dass ich interagieren kann.
Nee, das passiert zum Glück nicht. So. Geradeaus durch. Wow, er ist jetzt an. Wünsche ich eine Münze dafür. So, wo kriege ich jetzt eine Münze her? Ich habe nämlich keine. Wir brauchen eine Münze. Wo kriegen wir jetzt die Münze her? So, mit dem Zug nehmen können wir wieder da durchgehen. Wussten wir schon. Ein anderer Blickwinkel. Ja, aber wie? In welchem großen Gemälde? Ja, da habe ich... Ach so, du meinst, dass ich da die Münzen dann quasi rausnehme. Das Gelb habe ich ja auch gesehen. Ich war ja ein paar Mal dran. Aber das kann sein. Na komm. Hallo, Sarius. Guten Abend. Na komm, verschwind, du. Verschwinde! Ja, wer geht da durch? Nee. Also ich nehme an, dass du das hier meinst, oder? Dieses münzenartige Ding hier. Aber da ging nie was. Dachte ich auch schon. Ich komme aber in dem rosa Modus nicht bis zu dem Bild. Er kackt immer vorher ab, der Modus. Das habe ich auch versucht. Ich habe jetzt den Hinweis bekommen, dass ich eine Münze brauche, um den einarmigen Banditen in diesem, ja, keine Ahnung, benebelten Zustand nutzen zu können. Jetzt suche ich diese Münze. Aber ich habe keine Ahnung, wo ich hier eine Münze kriegen soll. Ich habe nämlich nichts. Das ist einfach nur verbarrikadiert, da komme ich nicht durch. Wo kriege ich die Münze her? Die Frage für mich ist aktuell, was soll ich machen? Also ich habe ja die... Wenn ich diesen benebelten Zustand habe, habe ich den funktionierenden einarmigen Banditen, bei dem es heißt, ich brauche eine Münze, damit ich das eben nutzen kann. So, die andere Möglichkeit ist noch die Sache, ein anderer Blickwinkel für das Bild. Ich schaffe es aber nicht in diesem Trance-Zustand, oder was auch immer das sein mag, den Weg bis zum Ding zu bekommen. Das schaffe ich nicht, das ist unmöglich. Der bricht kurz vorher ab. Was soll das?
Ich habe keine Ahnung. Da geht's nur hier, dass diese Pilze da sind. Und das komme ich nicht ran. Ein Stück fehlt. Das habe ich rausgerissen. Ja, das habe ich an diese andere Wand geschmissen da. Die man da nicht sieht, weil das so durch ein Graffiti quasi überdeckt ist oder so. Ich weiß es nicht. Was muss gemacht werden? Jetzt geht die Tür. War da nicht gerade was anders? Das habe ich schon gemacht, Herr Logan. Also ich habe bei diesem Bild, wo wir eben vorbeigegangen sind, wo es hieß, da fehlt ein Stück, habe ich eins rausgerissen und habe es bei einem anderen Bild reingemacht. Und zurücktun konnte ich es nicht. Ja, ich habe hier eins rausgerissen. Also wir hatten da ein Stück genommen, das haben wir hier reingeklebt. Das sieht man da unten rechts noch. So etwa auf Haaransatzhöhe. Wenn ich das aber anschaue, heißt es, man muss aus einem anderen Blickwinkel sehen. Da dachte ich auch an dieses, an diesen Modus in Pink. Ich komme aber dann nur bis etwa hierhin. Wenn ich hier so überschreite, dann hört das automatisch auf. Deswegen sind wir dann auf die, oder kam mir dann dieser, in diesem leuchtenden Zustand der einarmige Bandit, bei dem es heißt, wenn man ihn in diesem einarmigen, in diesem Leuchtzustand eben benutzen will, leuchtet er, dann heißt es, ja, man braucht eine Münze, um ihn zu spielen. Und jetzt suche ich halt nach dieser Münze. Also wir können jetzt hier nochmal schnüffeln, gehen hier an dem Zeug vorbei, gehen direkt zum einarmigen Banditen, dann kommt das halt nochmal hier. Guck mal, man kann es spielen. Braucht eine Münze dafür. Ein zerrissenes Bild, glaube ich.